Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed 3 von eurem Hawker. Letztes Mal landeten wir in dem Knast von London, von New York, weil wir beschuldigt wurden, bei Falschgelderpresserungen mitzuwirken. Ja. Ich sag's dir, er wird von hier fliehen. Wir sollten uns anschließen. Ja? Und wie kommst du darauf? Der hat im Hof irgendwas geschnitzt. Steckte es schnell in die Tasche, als er mich sah. Sah aus wie ein Schlüssel. Bestimmt nur ein Messer. Nein, es kämpft nicht. Der lügt und betrügt, um Ärger zu vermeiden. Weasel Weems nennt man ihn. Den Schweinehund. Komm schon, Finch, so übel ist er nicht. Machte mir sogar ein paar Buchstaben bei. Ich werde nämlich meine alten schreiben. Wozu? Glaubst du, die Schlampe sitzt rum und verzehrt sich nach dir? Spart sich auf für deine Freilassung? Hä? Die hat bestimmt längst den nächsten Kerl und den übernächsten. Halt bloß deinen Maul, sonst stopfe ich's dir. Reg dich ab. War nur ein Witz. Ja, kann ich aber nicht drüber lachen. Ja, schlafen gehen. Das war aber ein harter Tag. Wir haben ein Gespräch zugehört. Sehr hart. Gute Nacht, Connor. Also, es geht um einen Schlüssel. Oder halt um ein Messer, aber es könnte ein Schlüssel sein. Geh auf! Wo gehen wir hin? Mach keinen Ärger, sonst stecken wir dich ins Loch. Maximal zwei Gefängniswärter töten. Was glotzt du so, Halbblut? Halbblut? Du sprichst meine Sprache nicht, oder? Sind wir in Harry Potter oder was? Soll ich dir Vernunft in dein Dickschädel prügeln? Ja, mach doch bitte. Wenn du es dich traust. Wenn du es dich traust. Ich sollte versuchen, diesen Weems zu finden. Wenn er fliehen will, kann er mir vielleicht helfen. Schon gefunden. Er sitzt hier am Mühlbrett. Danke. Mason Weems? Kann sein. Ich brauche Hilfe. Oh. Man sagt, du kennst einen Weg hier raus. Man sagt eine ganze Menge. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wie schade. Ich hatte gehofft, du spielst eins mit mir. Na gut. Bist du vertraut mit den Regeln? Also Mühle kriegen wir wohl noch hin. Steuerung wäre nett. Gucken wir nach. Okay. Und wie bestätigen wir? Ah, wir bestätigen mit Leertaste. Wie ist deine? Connor. Schön, dich zu treffen, Connor. So, machen wir den hier hin. Guter Zug. Also, was führt dich nach Brightwell? Ein Verrat, ich wurde fälschlich angeklagt. Natürlich wurdest du da. Du glaubst mir nicht? Warum sollte ich? Bei der Visage? Du irrst dich. Ich bin ein ehrlicher Mann. Und trotzdem wurdest du eingesperrt. Wie kam es, dass du hier gelandet bist? Das ist eine Privatsache. Wie das, worum du mich bittest. Ich wollte einen Mord verhindern. Oh, jemand, den ich kenne? George Washington. So, ein Ladebildschirm. Du wurdest angestiftet, richtig? Wollten sich wohl mal wieder amüsieren auf Masons Kosten. Narren, allesamt. Über solche Themen scherzt man nicht. George Washington ist tapfer wie kein Zweiter. Loyal wie ein Bruder. Ein tadelloser Charakter mit unerschütterlichen Überzeugungen. Der Mann ist unser Jupiter Konservator. Er führt uns nicht nur zur Freiheit, sondern zur Größe.
Jeder, der etwas anderes behauptet, ist entweder ein Narr oder ein Verräter. Also dann verstehst du nun, warum ich hier unbedingt raus muss? Wenn ich ihm nicht helfe, dann wird man ihn ermorden. Das ist dein Ernst, oder? Also gut. Aber es wird nicht einfach. Sieh mal, alles hängt an meinem selbstgemachten Schlüssel. Doch dieser Finch nahm ihn mir ab. Hab 3 Monate daran geschnitzt. Hol ihn zurück, oder wir gehen nirgendwo hin. So gut wie erledigt. So. Jetzt müssen wir den Schlüssel finden. Ach, da ist er. Da ist die Person ja schon markiert. Ja. Also 3 Monate lang wurde an einem Schlüssel geschnitzt. Diesen müssen wir bekommen, um das geplante Attentat auf George Washington zu verhindern. Denn wir müssen ja rauskommen. Na gut, ihr Hunde, zurück in die Zellen! Direkt nach dem Taschendiebstahl zurück in die Zellen. Keiner macht das, was er sagt, alle ignorieren ihn. Der Tag danach. Der Schlüssel ist nutzlos. Was glotzt du mich so an? Suchst du etwa nach einem Gatten? Wir dürfen wieder raus. Mit Weems sprechen. Also ab zu Weems. Mal gucken, was er sich dabei gedacht hat. Ist ein Schlüssel, der nichts bewirkt. Dein Schlüssel ist nutzlos. Was meinst du? Er passt nicht ins Schloss. Das soll er auch gar nicht. Du schnitzt einen Schlüssel, der nicht passt? Kommt drauf an, was genau du mit passen meinst. Er bringt uns hier raus. Nur nicht so, wie du dachtest. Wie sonst? Du benutzt ihn, um den Schlüssel des Direktors zu bekommen. Du musst ihn gegen seinen tauschen. Warum nehme ich nicht den echten Schlüssel? Wozu die Extraarbeit? Er könnte merken, dass er ihn nicht mehr hat. Doch so ist er völlig ahnungslos. Und wenn er ihn benutzen will? Wird er nicht. Eben deshalb ist er unser Ziel. Wie komme ich an ihn ran? Ja. Dieser Teil wird dir nicht schmecken. Als ob ich die anderen mochte. Raus damit! Zettel einen Kampf an. Was? Eine Schlägerei. Dann werfen sie dich ins Loch. Wie um alles in der Welt hilft uns das? Der Direktor bewacht das Loch. Nur so kommst du an ihn heran. Das muss man dir lassen. Du hast den Plan, mein Leben zu riskieren, sehr gut durchdacht. Erledige so viele du kannst. Ein oder zwei sind nur Unterhaltung für die Wachen. Du musst sie richtig ärgern. Jeder muss seinen Teil erfüllen. Bleib nur am Leben. Machen wir. Mock me that. Wir müssen am Leben bleiben. Und wir müssen die Gefängniswärter eliminieren. Die Gefangenen. So. Und schlag drauf oder treten oder was weiß ich. Einfach drauf. Assassin's Creed hat nicht sehr viel mit Taktik zu tun. Wir sind kämpferische Taktik. Ich verstehe es noch nicht ganz gerade. Ich will eigentlich nur ab und schlag drauf. Das Problem ist natürlich, wenn man getroffen wird, dann wird man getroffen. Man muss eine Serie aufbauen und treffen. Ich baue jetzt permanent eine Serie auf. Keiner verteidigt sich. Ich baue eine Serie ab. Wenn die Serie durchbrochen ist, dann wird es Ewigkeiten wieder dauern, bis das klappt. In der Serie. So, das ist wichtig zu merken. Einmal eine Serie, wenn man keinen Fehler macht, kann man alle Gegner ohne Probleme leicht eliminieren.
Also ist in die Wachen sauer. Ist ein kleiner Unruhestifter, hm? Etwas Zeit im Loch wird dein Blut wieder abkühlen. Glaube ich nicht. Seht euch doch mal an. Erbärmliche, dreckige Wichte. Ihr seid nichts als Schweine, die an den Sitzen der Gesellschaft nuckeln. Diebe und Halunken, allesamt. Und steht ihr etwa dazu? Bereut ihr und winselt um Vergebung? Nein, ihr plant stattdessen neue und noch schlimmere Verbrechen an diesem Ort der Rehabilitierung. Ihr sitzt die Zeit ab, wartet auf eure Entlassung, nur um wieder rückfällig zu werden. Am schlimmsten aber ist, dass die guten Einwohner von New York wortwörtlich für eure Verbrechen bezahlen. Wo kommt wohl all das Geld für dieses Zuchthaus her? Hä? Für eure Kleider, unsere Löhne. Tja. Mittel werden vergeudet, weil ihr euch nicht in die Gesellschaft einbringen wollt. Ihr lebt lieber an ihrem Rand von der harten Arbeit der anderen. Wir täten allen einen großen Gefallen, wenn wir euch einfach umbrächten. Dann könnte unser Geld für etwas Sinnvolles ausgegeben werden. Ah, doch unsere Anführer sind wohl zu feige, sich diese Wahrheit einzugestehen. So bleibt ihr verschont, schmarotzt noch ein Weilchen länger. Und wenn ein paar von euch sterben oder verschwinden, wer merkt das schon? Wen kümmert es? Warum denn auch? Ihr seid unwertes Leben. Der sagt das nicht so nett. Merkt euch meine Worte, denn bald kommt die Zeit, die solche Schwäche nicht länger toleriert. Was für ein freudiger Tag das sein wird. Finde ich nicht. Seht euch doch mal an. Erbärmlich. So, wir sind einmal durch mit dem Text. Wollen wir es mal einmal anhören, was der so alles zu labern hat? Der guckt uns auch nicht an. Merkt nicht, dass wir den Schlüssel ausgetauscht haben. Passt schon alles. Alarm auszulösen. Halt an, du! Zurück mit dir, du mieser Feigling! Komm sofort her! Du bleibst jetzt stehen! Folgen wir dem? Ihr denkt wohl, ihr kommt uns! Ihr geht es! Mist, wir wurden entdeckt! Wir wurden entdeckt! Aber eigentlich kann es nicht schwer sein, aus dem Gefängnis zu kommen. Stelle ich mir nicht so schwer vor. Alarm auszulösen. Jetzt sind wir schon mal hier. Ah, da ist ja. Ja, von gerade, unser Schlüsselmann. Du findest Hickey hinter dieser Tür. Das ist der Block für wichtige Gefangene. Nette Zellen, mehr Platz, sowas in der Art. Auch im Gefängnis kommt es wohl nur darauf an, wen man kennt. Vielen Dank, Mason. Für alles. Mason, was? Ich finde einen Weg, mich erkenntlich zu zeigen, wenn meine Arbeit getan ist. Wir haben nur 2 Minuten Zeit, Tiki zu erreichen. Werden wir eigentlich noch gesucht? Ich glaube nicht. Wir interagieren mal. Da liegt der. Ein Mann ist tot. Nicht der, den du erwartet hast, nicht wahr? Was haben wir denn hier? Hatten wir deinen Orden nicht ausgelöscht? Nein. Es würde dir gefallen, nicht wahr? Die Welt von allen zu befreien, die nicht deiner Meinung sind. Dafür bekenne ich mich schuldig. Deine Einmischung in die Revolution hat uns nicht wenig Kummer bereitet. Damit muss Schluss sein. Unser Werk ist zu wichtig.
Aber was weißt du schon, außer den Lügen von Achilles und deinen eigenen traurigen Hirngespinsten? Ich weiß, dass das Volk frei sein will und dass Männer wie Washington eben dafür kämpfen. Bitte, dieser Mann ist schwach. Er stolpert und stammelt sich durch seine Auftritte, macht alles nur improvisiert. Sein Stammbaum ist erbärmlich, seine militärische Vergangenheit umso mehr. Ich könnte fortfahren, doch das würde Tage dauern, so vielfältig sind seine Fehler, so fragwürdig seine Verdienste. Man muss sich seiner annehmen. Und deine auch. Ich dulde alle diese Zwischenrufe nicht länger. Und so wird es ablaufen. Erst fessel mir dich, dann bring dich in deine Zelle. Dann, schon morgen, trittst du vor den Richter. Angeklagt des Mordversuchs am guten alten Georgie. Hm? Vielleicht ja auch wegen des Mordes an dem Direktor. Hast du ihn ja auch ermordet? Ja, oder? Haben wir. Und wem würde man Glauben schenken? Charlie oder dir? Charlie. Dem, uns. Und sobald das erledigt ist, nun dann. Vor all diesen Jahren. Das Kind in den Wäldern, das warst du. Ja. Ich sagte, ich finde dich. Und das hast du. Aber so hast du es nicht erwartet, nicht wahr? Wir hätten all dies vermeiden können, hättest du getan, warum ich dich bat. Doch nun ist es zu spät. Ja. Ja. Ah. Redwell Zuchthaus, Sequenz 8, beendet. Wir haben volle Synchronität erlangt. Also eine volle Synchronisation. Und wir wachen auf. Morgens. Hoch! Hoch mit dir! Ich sagte, steh auf! Geh! Tun wir. Mach's gut! Tschüss. Wir sehen uns nie wieder. Hoffentlich. Das war nicht nett im Zuchthaus. Das war nicht nett. Es regnet. Hallo, Connor. Dachtest nicht, dass ich mir das entgehen lasse, hä? Sogar Washington persönlich ist unter den Zuschauern. Ich hoffe, es stößt ihm nicht zu. Was ist mit der Verhandlung? Keine Verhandlung für Verräter, tut mir leid. Lee und Haytham sorgen dafür. Du wanderst direkt an den Galgen. Heute sterbe ich nicht. Was man von dir nicht sagen kann. Das ist genug. Geh weiter. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hier machen wir aber erst morgen weiter. Tschüss.